Danny. Ja, Neues zu Path of Titans. Und zwar wurde der Pre-Release announced bei Path of Titans. Und dieser soll im späten September diesen Jahres erfolgen. Ja, jetzt fragen sich bestimmt einige, ja, aber warum so spät? Eigentlich war der Pre-Release doch schon für November oder Dezember 2019 angekündigt. Dann wurde er verschoben auf das erste Quartal 2020 und jetzt soll er erst im September 2020 folgen. Wird wohl einfach so sein, so denke ich. Sie wollen ein fertiges Spiel präsentieren, ne? Ohne große Macken, ohne große Bugs und das am besten schon im Pre-Release-Stadium. Ne? Dass es da wirklich wenig zum Meckern gibt. Weil ich glaube, die Macher von Path of Titans, das sind schon so, die gehen so in die Richtung von Perfektionisten. Na, wir kennen ja auch die Arbeiten unter anderem von Chicky und Desley war ja auch früher bei The Isle beteiligt. Ich denke, die wollen da halt wirklich ein richtig geiles Spiel abliefern, ohne großartige Fehler schon im Anfangsstadium, weil wir wissen ja, wie es sein kann, wenn Spiele am Anfang so ein bisschen floppen, man verliert schnell die Lust an dem Game und das wollen die Entwickler von Path of Titans auf jeden Fall nicht und von daher ist einfach meine Meinung, ja, dann lieber noch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber dann halt richtig geiles Spiel raushauen, ne? Dann ein richtig geiles Spiel raushauen. So, also, was gibt es oder was wird es noch geben bis dahin? Es gibt zum Beispiel, wir haben hier mal einen kleinen Map-Overview. Da wird mal gezeigt oder gesagt, was es denn alles gibt. Es gibt vier Main-Biome, also vier Hauptbiome. Da haben wir einmal Redwood, Pine Forest, also Tannenwald, Grasslands und Beech Forests. Ne? Das wären so die vier Hauptbiome. Was aber nicht heißt, dass es nicht noch andere Biome in diesen Biomen gibt. Ne? Wie zum Beispiel kleine Sümpfe und sowas. Ne? Das wird es auf jeden Fall auch drin geben. Wir gehen weiter. Was erwartet uns zum Start von Pre-Release? 18 Dinosaurier wird es geben. Ja, 18 Dinosaurier wird es insgesamt geben. Das ist das ist mal nicht schlecht, ne? Mit 18 Dinosauriern kann man ganz gut arbeiten. Und wir konnten ja viele schon in den Demos spielen oder uns anschauen. Und die sehen alle nicht schlecht aus. Also, ja. Das sieht ganz gut aus. Sie sagen, Dinosaurier-Animationen, es wurden schon über 1000 Dinosaurier-Animationen soweit fertiggestellt. Und es sind noch einige am Machen. Und da werden wir wahrscheinlich auch einige Überraschungen erleben, was so die Animation betrifft. So, Nacht-Tag-Zyklus und Wettersystem ist implementiert. Das sah auch schon in der Demo ganz gut aus. Da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Movement-System, Schwimmen und Fischen. Also hier ist Swimming and Fish, ne? Daran wird aktuell noch gearbeitet. Wir haben in der Demo gesehen im Suchomimus oder Suchomimus, dass wir können tauchen, wir können schwimmen und das ist schon mal sehr geil. Also wenn ich mit meinem Dino unter Wasser gehen kann, dann ja, freut mich das richtig. Ne? Vor allen Dingen mit so einem Suchomimus oder später auch mit dem Spinosaurus oder allen semi-aquatischen Dinosauriern ist halt schon mega. So, Dinosaurier-Calls und Umgebungssounds, an denen wird noch gearbeitet, beziehungsweise sind schon sehr viele fertiggestellt. Und was das Spiel so ein kleines Extra gibt, sind Quests. Man wird, um später auch Skins oder Farben freischalten zu können, muss man in Path of Titans Quests erledigen. Ja? Was dem Ganzen nochmal so fernab vom Survival-Modus oder sowas nochmal so einen kleinen Kick gibt, der irgendwie, in Bewegung zu bleiben, ne? Und immer weiterzumachen. Das, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und wir haben natürlich, wie gesagt, Skins. Über 180 Skins sind schon fertiggestellt worden. Das heißt, 9 Skins für jeden Dinosaurier. Oder mehr. Ne? Oder mehr. Also Minimum 9 Skins für jeden Dinosaurier. Das ist halt. Das ist nicht schlecht, ne? Und wenn man überlegt, die
in der Spanne von, als die Kickstarter-Kampagne angefangen hat, bis jetzt. Leute, das ist eine Riesenleistung, ne? Und ja, deswegen nicht traurig sein, wenn es erst im September released, anstatt jetzt im ersten Quartal 2020. Das Spiel wird, denke ich, also meiner Meinung nach, richtig, richtig geil. So, was haben wir noch? Character Editing and Multiple Characters. Also soll so sein, was wir uns auch für andere Spiele gerne gewünscht haben, dass man mehrere Charaktere abspeichern kann, ne? Also man wird wahrscheinlich auf einer Map oder auf einem Server mehrere Dinosaurier sich abspeichern können. Also nicht nur können, sondern das soll wohl so sein. Ja, das, ja, und das haben wir uns ja bei anderen Games auch schon gewünscht. Man wird das Ganze auch am Handy spielen können, Mobile Game, ne? Also ja, so, wenn man mal ein bisschen länger auf dem Klo braucht oder sowas, ne, das Handy raus, zack, kannst du mit einem Dinosaurier weitermachen. Auch nicht schlecht. So, what's next? Also, was passiert so als nächstes? Momentan sind sie halt noch beschäftigt mit der Fishing-Mechanik vom Suchomimus und vom Spinosaurus. Und ja, sie arbeiten natürlich noch an der Map und an Bugs, ne? Das wird so jetzt die Hauptaufgabe sein, noch bis zum Release die ganzen Bugs rauszubekommen, die Server stabil laufen zu lassen. Und ja, und dann denke ich mal, werden wir ein richtig, richtig geiles Spiel im September präsentiert bekommen. Ist zwar dann erst der Pre-Release, ne? Aber wenn das alles gut läuft und sie sagen, ja, läuft soweit alles, cool, kann man der Öffentlichkeit dann, der gesamten Öffentlichkeit präsentieren, denke ich mal, dass Ende des Jahres dann eventuell der Full Release kommt. Und darauf warten wir ja alle dann. Ne? Darauf warten wir dann alle. So, das war's dann aber erstmal von mir, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch ein Abo da, ein Like, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Path of Titans haltet. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video, euer Manni. Ciao, ciao.